Heute ein richtiges Sommeressen, Zitronenpizza mit kleinen Cherrytomaten, Babyspinat, Oliven und das Ganze kostet keine 10 Euro, keine 5 Euro, sondern pro Person 2,23 Euro. Ich habe einen ganz tollen Gast und mit dem Gast werde ich Ihnen zeigen, wie das Ganze geht. Ich freue mich auf Jeanette Beißel. Jeanette Gräfin Beißel von Gümnich wohnt in Bad Münstereifel. Sie ist Mutter von zwei erwachsenen Kindern, Autorin, Designerin und Stiftungsgründerin. Weil sie so viel unterwegs ist, möchte Jeanette am liebsten leicht und schnell kochen. Und hier steht sie nun, Jeanette Beißel. Guten Morgen. Guten Morgen, ich grüße dich. Schön, dass du es geschafft hast, hier vom Rhein. Ja, genau. An die Elbe zu kommen. Ja, genau. Jetzt erzähle ich Ihnen was. Jeanette Beißel ist nicht ganz der richtige Name, sondern sie heißt Jeanette Beißel von Gümnich. Genau. Und ist eine Gräfin, was sie nicht natürlich zu einem jetzt besonderen Menschen macht, sondern ein besonderer Mensch bist du, weil du unglaublich engagiert bist. Erzähl mir mal, du arbeitest wahnsinnig viel mit Kindern zusammen. Genau. Und die es nicht so einfach im Leben haben, genau, die viele Schicksalsschläge erlitten haben und so genau weiter. Also was machst du da? Wir haben eine Stiftung gegründet im Jahr 2008, aber ich bin schon sehr viel länger tätig für Kinderhäuser in Brühl. Das heißt, ich bin auf dem Kuratorium und habe da draußen meine eigene Stiftung gegründet. Das sind Kinder, die furchtbare Schicksale erlebt haben, die vernachlässigt, verwahrlost, ganz viel Gewalt erfahren haben. Und wir reden von Kindern von vor der Geburt bis 18 Jahre, die wir versuchen zu helfen, die in Kinderhäusern untergebracht werden. Und wie helft ihr? Also es geht mir darum, nicht nur Spenden zu sammeln, die wir dann einsetzen für zum Beispiel Ferienmaßnahmen, für die zweite Brille, die kaputt gegangen ist, weil das, die Krankenkasse zahlt nur eine, für den Rollstuhl, weil das Kind größer ist und schneller wächst als zugelassen für einen neuen Rollstuhl. Es geht mir auch darum, vielleicht einen Ausbildungsplatz zu finden oder, wenn Sie mal in juristischer Not kommen, einen Anwalt zu finden, der mir hilft. Es geht um ein ganz großes Spektrum, wie helfe ich im Leben. Das ist ja toll. Und das ist natürlich unglaublich lobenswert. Wie kriegst du das denn in dein zeitliches Korsett überhaupt hinein? Finde immer, Ehrenamt ist ja Wahnsinn. Ehrenamt, ja. Ich bin ja eigentlich Autorin und treffe unheimlich viele interessante Menschen, so wie wir uns heute auch kennenlernen. Und ich sehe auch sehr viel und ich mache die Augen auf und ich verstehe nicht immer, wie jemand sagen kann, ich habe nichts zu tun, ich langweile mich, das gibt es nämlich tatsächlich, solche Menschen. Ich sehe vieles und dann packe ich das an irgendwie. Ich bin ein aktiver Mensch. Also vielleicht ist das, was Jeanette ja macht, auch wirklich eine Motivation für Sie alle da draußen, wenn Sie Zeit über haben. Das Ehrenamt ist einfach eine vernachlässigte Spezies in unserer egoistischen Welt. Und ich sage, je mehr Menschen so toll engagiert sind wie Jeanette Beißel, dann ist das großartig und dann können wir auch in der Gemeinschaft sehr, sehr viel bewegen. Ich weiß, dass Kinder immer schwierig sind mit Essen und erst recht natürlich auch Kinder, die schon viele Traumata erlebt haben. Ich habe selber Kinder. Du hast selber Kinder. Wie viele? Zwei. Sind jetzt erwachsen, aber als sie kleiner waren, ich mag das nicht, ich mag Glas nicht. Genau, also immer so, wenn es immer grün ist und sowieso. Ja, genau. Und, aber was die meisten wirklich gerne essen, sind natürlich Nudeln oder Pizza. Und das machen wir heute mal, eine schöne Pizza zu Hause mit Babyspinat, Tomaten, Zitronen und Ziegenkäse. Und mal eine andere Pizza als das übliche beim Italiener. Und wir machen das selber. Pizzateig ist natürlich auch unglaublich gut und einfach zu machen, aber ich versuche ja immer, Ihre Realität zu Hause abzubilden. Sie kommen müde und ein bisschen gestresst von der Arbeit und dann sind die Partner, Freunde, Familienmitglieder, wer auch immer da und dann sollen sie noch kochen. Und ich sage immer, das soll auch schnell und einfach gehen und trotzdem gesund. Also arbeiten wir heute mal mit einem fertigen Pizzateig. Da gibt es wirklich gute Produkte inzwischen auf dem Markt, die auch nicht extrem teuer sind, sodass man das schnell und günstig macht. Und wenn Sie das sehen, was das hier für vier Personen kostet, haben wir 8,92 Euro, sind pro Person 2,23 Euro für eine richtig leckere Pizza. Und ich würde sagen, fangen wir doch gleich damit an. Absolut. Ja? Mit was fangen wir an? Mit dem Teig?
mit dem Teig und dem Ofen anmachen, weil der Ofen bei einer Pizza oder Flammkuchen muss richtig knackig heiß sein, weil das ist natürlich das Geheimnis vom Italiener. Der Pizzaofen, den die haben, der geht bis 300 Grad. Das schaffen wir mit dem Haushaltsofen nicht. Aber die meisten haben so eine Funktion hier wie Pizza. Also man sollte mindestens 230 Grad haben. Wenn man 250 Grad hinbekommt, dann ist es großartig. Und dann heizt sich der Ofen dann hoffentlich auch auf. Aber nicht Umluft, sondern? Es gibt oft eine Pizzasituation, eine Funktion in diesen Herden. Mhm. Und das hier ist ja nun ein normaler Haushaltsherd, nur nichts Hightech für ein Fernsehstudio oder sonst was, sondern das, wie Sie es zu Hause auch haben können. Der Ofen läuft, aber was machen wir? Hier, für dich. Aha. Welches möchtest du? Den. Das, okay. Sonst kriegen wir dann nachher nichts mehr richtig drauf und verbrennen uns die Flossen. Ja? Mhm. Wir gucken uns das Ding mal an. Ich stelle das mal hier zur Seite. Unseren wunderbaren Thymian. Ja, guck mal hier. Das sind eigentlich unsere Grimmskrams-Schublade. Das ist Messer. Ja. Und hier ist Grimmskrams und da ist Schere und alles Mögliche, was wir brauchen. Okay. Machst du gerne Pizza? Ja, mache ich schon gerne. Ja. Manchmal. Mhm. Ja, man muss ja auf die Linie achten. Genau. Und auf was Sie achten müssen, wenn Sie Pizza machen und überhaupt, was Pizza, Teig, fetter Käse und so weiter alles mit dem Körper macht, das erzählt Ihnen unsere Ernährungswissenschaftlerin Frau Dr. Monika Düngenheim. Ganz so dramatisch ist das nicht, lieber Christian. Es muss ja nicht so fettig sein. Ich persönlich mag Pizza und zwar die vegetarische Variante und die gibt es ja heute bei dir, nämlich Zitronenpizza mit Ziegenfrischkäse. Das klingt jetzt erstmal sehr ungewöhnlich, ist aber super lecker und auch gesund. Denn da sind ja viele gesunde Zutaten drauf, zum Beispiel die Zitrone, der Babyspinat, der Ziegenfrischkäse, die Zwiebeln und die Cocktailtomaten. Und schwarze Oliven kommen auch noch dazu. Und der frische Thymian macht die Pizza noch bekömmlicher und herzhafter. Guten Appetit! Ja, Pizzateig ist auch ganz einfach selbst zu machen. Bisschen Hefe, Mehl, Wasser, Prise Öl. Und fertig ist der Pizzateig. Ist immer einfach, wenn man weiß, wie es geht, ja? Ja, das stimmt. Aber das wollen wir ja lernen. Das wollen wir lernen. So, da ist noch eine kleine. Ja, jetzt haben wir's. Und jetzt umdrehen? Nee, den lassen wir einfach auf dem Papier. Ja. Da passiert eigentlich gar nichts mit. Das ist ja ein Backpapier. Und jetzt legen wir das Ding hier, guck mal. Aha, okay. Mhm. Einfach da drauf. Ja, wenn wir wollen, können wir das abschneiden, verbrennt es uns nicht. Mit der Schere kannst du das gerne machen. Und dann gehört ja klassisch zur Pizza. Wie würdest du es machen? Tomatensoße. Tomatensoße. Wie machen wir es? Wir machen es ohne Tomatensoße. Ohne Tomaten. So. Okay. Das heißt also, wir nehmen als erstes hier unsere kleinen Schüsselchen. Und hier habe ich einen Ziegenfrischkäse. Ja, oder? So. Und den verrühren wir mit Olivenöl, Salz und Pfeffer. Und geben, bitte? Die Krimskrams-Schublade. Da ist auch ein kleiner Schneebesen, genau. Ja, aber der ist ja doch. Und hier ist Olivenöl. Ja, alles da rein. Guck mal, Salz, Pfeffer. Ja, so, dass es geschmeidig wird. Du kriegst noch Zitronensaft. Und das Ganze? So nach und nach? Nach und nach, ja. Aber gleich mit Salz, Pfeffer machen. Und ich wasche einmal die Zitrone heiß ab. Das ist natürlich wieder eine Bio-Zitrone. Wenn du kochst, was machst du denn am allerliebsten? Ich mache gerne Gemüse und ich mache auch ganz gerne mal ein Schweinekotelett, muss ich ehrlich zugeben, wenn es Gutes ist. Und je nach Laune. Also ich mache auch sehr gerne Nudeln, muss ich sagen. Ja? Ja. In welcher Variante? Spaghetti, dünne Spaghetti und dann ein bisschen Chili und Tomate und guten Parmesankäse und ja, im Prinzip Gemüse, was ich gerade habe. Mhm, das ist gut. Ja. Also auch sehr vegetarisch. Nee, auch nicht nur. Nicht nur. Ich esse alles. Du isst alles. Du isst alles. Wir machen heute hier eine vegetarische Pizza. Das heißt, kein Schinken, kein Fleisch, keine sonstigen Dinge drauf, sondern das Ganze ein kleines bisschen anders. Und riech mal nur.
Ja? Köstlich. Köstlich, ne? Zitronenabrieb. Sie zu Hause wissen schon, dass ich das sehr gerne benutze, weil da so viel Aroma drin steckt. Und wie es sich zum Beispiel mit Schalen, bei Birnen, bei Äpfel, bei Tomaten und bei Zitrone verhält, was das Besondere an diesen Nährstoffen ist und an diesen Vitaminen, die da drin stecken, das erzählt Ihnen wieder nun unsere Monika. Tatsächlich stecken in der Schale vieler Früchte wichtige Nährstoffe drin, zum Beispiel verdauungsfördernde Ballaststoffe und sekundäre Pflanzenstoffe. Und die brauchen wir als Zellschutz für unser Gehirn, für Herz, Gefäße und die sollen auch Krebs und Entzündungen vorbeugen. Mein Tipp: Obst und Gemüse immer gut waschen und Bio-Ware kaufen, denn in der Schale von Bio-Früchten sind keine oder nur wenig Schadstoffe enthalten. Sollen wir noch mehr Öl hier rein tun? Wir wollen den ganzen Teig damit geschmeidig machen. Guck mal, hier habe ich immer Löffelchen. Das heißt, da kannst du gleich mal probieren, ob da schon genug Salz und Pfeffer dran ist. Das soll ja ruhig nach was schmecken. Und wir können hier Zitronenabrieb damit reinmachen. Und dann natürlich auch noch ein bisschen Zitronensaft. Ich habe auch schon mal, wenn ich ja keine Zitrone hätte und die Limone, das ist zwar ein anderer Geschmack. Man merkt, dass du natürlich aus den Medien kommst und schreiben kannst, weil so hältst du auch den Schneebesen. Ja? Siehst du? Guck mal. Ja. So macht man das nicht. Man muss, das ist wie mit einem Messer. Ja. Ich zeige es nochmal. Mal ein großes Messer. Wenn du ein Messer nur so anfasst, dann hast du keine Gewalt darüber. Ja. Und dann fängt man an zu, ein Messer ist die Verlängerung deines Armes. Aha, okay. Also festpacken. Ja. Und dann, guck mal, dann folgt es jeder Bewegung, wie ich es möchte. Aha. Wenn ich das so mache, kriege ich das nicht hin. Ja. Also nimm das Ding in die Hand. Mhm. Und dann aus dem Handgelenk heraus schlägt man das Ganze. Ne? Wenn man es rührt so, aber fest in die Hand, dann hast du Gewalt darüber. Aha. Und dann sieht man, wie das geht. Jetzt geben wir hier noch ein bisschen Olivenöl, das soll ein bisschen geschmeidiger werden. So, und dann, du guckst mir so entsetzt an. Nein, nein, gar nicht entsetzt. Ich bin stolz, dass ich was lernen kann. Das ist ja super. Ja. Lebt ja, oder du lebst ja auf einer alten Burg. Genau. Wie stelle ich mir denn so eine alte Küche vor? Gibt es noch die alte Küche? Nee, oder, gab's. Die gab's nicht. Die wir wohnen nicht ganz oben drin und da gibt es moderne Küche und da haben wir auch alle Annehmlichkeiten, die man braucht. Bis auf die Heizung, die fällt immer im Winter aus. Weil? Am kältesten Tag fällt die aus, dann gibt es einen Störknopf. Das ist immer herrlich. Das heißt auch kein heißes Wasser beim Duschen, bis sich das endlich wieder aufheizt. Okay. Humor braucht man schon. Guck mal, es geht jetzt besser, ne? Ja, guck mal, und schon hast du das Ding im Arm. Und wenn du jetzt den Arm, darf ich mir so körperlich, wenn es so nach unten lässt, weil sonst fällt das nämlich irgendwann ab. Ja. Weil das tut nämlich an ihrer Stelle richtig weh, ne? Ja, okay. So. Schmeckt mal, ob das schon sauer ist. Ich mach's eigentlich sonst mit dem Finger, aber. Schmeckt schon? Ja, köstlich. Noch Säure oder nicht mehr? Also je nach, ich finde es gut, aber vielleicht ein Tick. Ich mache mal kurz hier so. Man schmeckt schon die Zitrone, ne? So, und ich würde noch ein bisschen Salz und eine Prise Pfeffer dran machen. Und dann lassen wir das einmal die Sekunde ziehen und wir gehen weiter in unserer Produktion. Ja. Gut, ja, Pfeffer ist richtig. Das gehört da rein. Das ist schon richtig so. Also, sehr gut. So, das stellen wir zur Seite. Das benutzen wir gleich. Ja. Und jetzt haben wir hier natürlich jungen Spinat, Babyspinat. Das ist eine spezielle Züchtung. Das ist nicht dieser Spinat, den man sonst so vom Feld abschneidet, sondern den hat man speziell gezüchtet, damit die schädlichen Stoffe, die oft im Spinat enthalten sind, nicht drin sind, wenn man ihn roh isst. Und was das für Stoffe sind, die sonst den Spinat, den Feldspinat, der draußen frei wächst, in unserem Körper, was das dann anrichtet, wenn wir ihn nicht kochen, das erzählt Ihnen wieder die Frau Dr. Düngenheim. Grundsätzlich ist Spinat sehr gesund, aber da gebe ich Christian recht, wenn man zu viel davon roh isst,
dann kann die Oxalsäure zum Problem werden, weil Oxalsäure bindet wichtige Mineralstoffe und kann auch zu Nierensteinen führen. Deshalb Spinat besser kochen und das Kochwasser wegschütten oder Babyspinat essen, weil der enthält kaum Oxalsäure. Das waschen wir einmal, guck mal. Und schleudern. Und dann schleudern wir. Kannst du das übernehmen? Ja, gerne. Und ich guck mal. Ah, und der Ofen wird schon richtig heiß. Das heißt also, das geht dann ratzfatz. Und Sie sehen, wie schnell das Ganze geht. Wenn ich nicht noch so viel immer mit Ihnen sprechen würde und mit Jeanette sprechen würde, dann wären wir schon ratzfatz fertig mit der ganzen Nummer. Aber wir wollen das ja in Schritten machen. Und ich sage immer, solche Zeiten, die muss man natürlich dann auch nutzen. Und hier die Tomaten, die pflücken wir, die kommen noch mit zu unserem und auch so eine kleine Salatschleuder ist unglaublich toll und nützlich, weil man dann das, was man gewaschen hat, richtig schnell trocken bekommt. Ja. Genau. Und wenn du jetzt gerade hier am Waschen bist. Genau, dann wasche ich die auch. Dann kannst du die auch mit waschen. Soll ich das mitnehmen? Ja, aber da kommen noch die Zwiebelschalen rein. Dann lasse ich es da. Dann lasse ich es noch da. Genau. Und dann sind wir schon sehr schnell. Soweit, dass wir unsere Pizza belegen können. Wie muss ich mir die Arbeit jetzt, die du so machst als Freiwillige, zum Beispiel gerade mit den Kindern oder in deiner Stiftung, wie stelle ich mir das vor? Wie läuft das ab? Also im Prinzip ist da auch eine Menge Schriftverkehr mit verbunden, weil ich viele Leute anschreibe und bitte um Hilfe. Mhm. Ich bin aber auch sehr gerne eingeladen bei so Rotary Clubs zum Beispiel oder Lions Club oder so und halt kleine Vorträge, weil es mich immer wieder erstaunt, dass doch tatsächlich das Bewusstsein, dass es hier in Deutschland so viel Not gibt, mit Kindern noch nicht so in den Köpfen ist. Wir kennen die ganzen Bilder von den hungernden Kindern in Indien und sonst wo in Afrika. Aber hier gibt es das auch. Mhm. Und zwar viel. Das glaube ich. Ja. Das glaube ich. So, jetzt, und das ist jetzt das nächste Lernelement. So, genau. Und deswegen habe ich sie nämlich schon auf dein Schneidebrett gelegt. Schon. Wir brauchen jetzt hier von dieser Zwiebel, da sehe ich noch, da wir sie am ganzen Mal, ist noch ein bisschen verwelkte Schale. Dieses wollen wir nicht. Wir brauchen hier jetzt schöne Würfel. Nee, keine Würfel, sondern kleine Streifen. Das heißt, sie ganz dünn schneiden. Ja. Okay. Ja. Guck mal, wie ich die Finger halte. Siehst du? Ja. Damit kann ich mir auch nicht schneiden, weil ich fahre immer mit dem Messer am Finger vorbei. Aber und damit kriegt man natürlich schöne Dünne. Deine Aufgabe. Und dann in der Küche. In der Profiküche geht das zack, 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 zack. Ja, das genau. ist das, was ich nicht immer denke, wie geht das denn? Und nicht hin und her machen, sondern nee, so. Nur einmal, ja? Okay. Das wäre am besten. Das ist der Anfang von dem Ratsch-Ratsch, ne? Bitte? Das ist so der Anfang. Das ist der Anfang. Komm, ich halbiere hier die Tomaten. Auch immer das Problem, ne? Was nicht dann? Drücken, schneiden. Ja, nicht drücken, schneiden. Ach, je. So, wenn du es jetzt so machst wie ich, dann bescheißen wir. Okay. Dann machst du es so rum, okay? Ja, okay, alles klar. So. Jetzt, und ich habe verstanden. Wenigstens versuche ich das zu verstehen. Ihr müsst ja auch in der Küche, wenn ich das so sehe mit dem Rechnen, auch ein bisschen gut in der Mathematik sein, ne? Daran scheitert es natürlich bei vielen Gastronomen. Sie müssen ja keine Mathematiker sein, aber sie sollten zumindest ihre Betriebswirtschaft im Griff haben. Und wenn man das selber nicht kann, was ja auch normal ist, wenn man es nicht gelernt hat, dann sollte man Berater haben, die nicht nur verwalten, sondern auch wirklich beraten und die einem dann auch wirtschaftlich da zur Seite stehen. Ja. Gerade bei den Themen, die man sonst selbst gar nicht kann. Ja, das habe ich bei deinen Sendungen eben früher auch immer geguckt, wie oft aus einem, ich möchte gern unbedingt ein eigenes Restaurant haben, das an solchen Sachen dann gescheitert. Mhm, das stimmt. Da scheitert es meistens dann dran, aber das ist vermutlich in einer Stiftung auch. Ja. Ihr müsst ja gucken, wo kommt das Geld her. Wir sind super gläsern.
Man kann bei uns im Internet sehen, was wir eingenommen haben, beziehungsweise genau, wofür es ausgegeben wurde. Und ich lade auch meine Spender, sofern ich welche habe, habe ich glücklicherweise, auch ein, die Kinderhäuser zu besuchen, damit man sehen kann, wie die Arbeit ist. Und die kommen dann auch und nutzen das? Ja, die kommen dann wirklich auch und nutzen das und kommen nicht eine Stunde, sondern bleiben meistens vier, bis sie endlich sehr beeindruckt sind und nach Hause fahren. Zwiebel läuft die Nase. Ja. Aber da gibt es doch den Trick mit den Fingern waschen, ne? Zwischendurch, oder? Ja. Oder? Weiß ich nicht. Also es gibt tausend Tricks und keiner hilft. Nee, genau. So. Eigentlich wollte ich jetzt meinen Teigschaber haben, aber den finde ich nicht. Das heißt, wir nehmen jetzt einfach einen normalen Löffel. Und jetzt kommt das Entscheidende. Wir nehmen das mal zu dir oder kannst du auf meinen... Nee, mach hier, komm, mach hier Platz, dann kannst du es hier machen. Ja. Jetzt bestreichen wir jawohl. Das Dünn ja. mit unserer Ziegenkäsecreme. Toll. Das Ganze wird richtig lecker schmecken. Und für Leute mit Laktoseprobleme ist das auch kein Problem. Ja, Ziegenkäse ist natürlich wunderbar. Weil mein Mann hat sowas. Ja, ich vertrage es auch nicht so richtig lecker. Und das heißt, sehr gut. Wir in Amerika sind ja groß geworden, dass man zu jeder Mahlzeit Milch trinkt. Ne? Bist gebürtige Amerikanerin. Ich bin, ja, mein Vater war Diplomat, also ich bin eigentlich in Bonn geboren, aber als Staatsbürgerschaft ist amerikanisch, egal wo man dann geboren ist, ja. in dem Beruf. Und heute bist du immer noch Amerikanerin? Beides. Ja. Ich bin doch schon so lange hier. Ja. Noch ein bisschen? Alles? Ja, ich würde sagen, dass... So, das darf nicht zu viel werden, aber was soll man mit dem kleinen Klecks jetzt machen? Genau. Ne? Nachher essen. So, wunderbar. Und jetzt verteilen wir hier einfach unseren Babyspinat. Das müssen wir jetzt als erstes machen. Da drauf. Ja, machst du es? Gerne. Ich habe für das Rezept so etwa 100 Gramm geschrieben. Wenn Sie jetzt da was über haben, macht man einfach einen wunderbaren Salat dazu. Wir wollen das auch jetzt nicht zu voll machen, weil bei der großen Hitze würde der Spinat natürlich sehr schnell verbrennen. Und das wollen wir nicht. Und deswegen kommt jetzt hier die Zwiebel drauf. Das reicht schon. Ja. Einfach so. Einfach so schön locker in kleine Dinge. In kleine, ja. Und ob wir jetzt eine rote nehmen oder eine... Ja, ich finde gerade für dieses Gericht so eine rote Zwiebel sehr schmackhaft, ja. Und das schmeckt dann so, ja, süßlich, nussig, nicht zu scharf. So, kann man alles darauf verteilen. So, dass es gleichmäßig ist. Wo haben wir noch was? Da hinten fehlt noch. Hier vorne noch ein bisschen. So. Und jetzt genau das Gleiche mit den Tomaten. Und dann würzen wir das Ganze nochmal. Wenn ich das jetzt, ich liebe eigentlich die Tomaten vorher zu würzen. Wenn ich die aber jetzt mit Salz und Pfeffer bestreue oder noch Säure, dann lassen die unglaublich viel Wasser. Und das will ich in dem Zusammenhang jetzt noch gar nicht haben. Sondern dann, wenn sie in den Ofen kommen, dann geben wir das dazu. Die können wir ruhig alle schön gleichmäßig verteilen. Die Farben sind auch schön. Sieht sehr frisch aus. Ne? Oder? Ja. Genau. So. Ja. Alleine das. Die Farben sehen toll aus. Und jetzt, das können wir am besten, natürlich kann man jetzt ein Löffelchen nehmen, aber dann kriegen wir es nicht genau verteilt. Die Oliven genau darüber verteilen. Knoblauch muss nämlich nicht immer sein. Wir machen keinen Knoblauch dazu. Ja. Da hinten die Ecken noch ein bisschen. Und das Öl kannst du auch ruhig drüber träufeln, weil das ist ja köstliches. Olivenöl, ne? Okay. Ja. So, und jetzt geben wir einfach nochmal mit Salz. Wir haben ja unsere Creme gesalzen, aber die restlichen Produkte, die haben kein Salz.
Aber bei so einem Gericht ist es auch überhaupt nicht schlimm, wenn Sie Salz und Pfeffer auf den Tisch stellen und dann hinterher das nochmal nachsalzen und würzen. Und ich würde sagen, voilà, toll. Fertig ist das schon. Das heißt, wenn Sie es zu Hause so machen, 10 Minuten plus die Backzeit oder sagen wir mal eine Viertelstunde und wir beide nutzen gleich die Zeit, um für was anderes noch zu machen. Ja. Guck mal, jetzt habe ich hier schon den Thymian hingestellt, ja. Hatte ich fast vergessen. Das heißt, das können wir natürlich jetzt noch einfach diese, ja. Riech mal an den Fingern, alleine wie das schon so toll ist. Ja? Toll, ja, ich habe die jetzt ganz ölig, das riecht natürlich auch toll. Ja. Grob da drüber und das ist natürlich großartig. Und schon ist das Ganze fertig. Toll. Liebe Jeanette, ja. Und dir obliegt die Ehre, das Ganze jetzt einfach in den Ofen zu schieben. So. Mittlere Schiene? So? Ja, auf diese Schiene, die da nicht ausziehbar ist. Super. So. Ja, und wie lange kommt das jetzt? Das ist immer die Gretchenfrage, wie lange braucht das jetzt? Ich habe den Ofen jetzt auf 250 Grad bekommen. Jeder Haushaltsherd funktioniert anders. Wenn Sie zwischen 230 und 250 Grad die Pizza jetzt backen, wir haben ja viel Feuchtigkeit da drin. Ich würde sagen Viertelstunde, ja? 20 Minuten max. Aber besser ist es immer lieber mal reinzugucken. Ja. Was wir aber jetzt machen, wir nutzen diese Zeit. Ja. Ich habe noch ganz tollen Rhabarber und Erdbeeren bekommen. Das heißt, wir machen uns einen kleinen Rhabarberschaum und den setzen wir auf, weil das passiert nämlich auch dann nebenher. Soll ich sie waschen, die Erdbeeren vielleicht schon? Nein, zuerst den Rhabarber waschen, weil den brauchen wir gleich. Den wollen wir etwas, so das Zwiebelmesser, das müssen wir natürlich vorher waschen. Und das Brett kann man einfach einmal umdrehen. Okay. So, guck mal, das. Ja. Ich meine, brauche ich nicht zu zeigen. Wir lassen die ja. Schale da dran. Es sei denn, so ein kleines bisschen da unten das ab. Und dann waschen wir das Ganze und dann schneiden wir es in Stücke, ja? Okay. Ich gebe dir. Ne, den brauche ich gleich noch. Entschuldigung, einmal. So, da ist hier unsere Abfallkasse hier rein. Ein bisschen zu viel Schale da, ne? Bitte? Da war ein bisschen zu viel. Ja, das ist jetzt, das ist der frische Rhabarber, ist alles wunderbar. Alles wunderbar. Genau. Das ist ja schön. Mein Mann liebt Rhabarber. Dein Mann liebt Rhabarber? Ja. Und hier habe ich Vanille. Diese Vanilleschote, die brauchen wir gleich. Dann muss ich nochmal mein Messerchen sauber machen. Unten auch abschneiden, oder nicht? Bitte? Unten auch abschneiden. Das hier? Ja, ja, bitte. Doch, ne? Ja. Das ist ja der Wurzelansatz da drin. Ja. Wenn es irgendwelche Stellen da sind, dann nimmt man die natürlich weg. Ja. So, aber nur einmal grob abwaschen. Und dann setzen wir den Rhabarber mit Zucker-Zitronensaft. Hier haben wir nämlich noch eine halbe Zitrone jetzt gerade über. Und was ich gerne habe, gerne mag, mit etwas Apfelsaft auf und kochen ihn einfach weich. Genau. Der Rhabarber ist ja immer etwas sandig und das wollen wir nicht. Und unsere Pizza fängt an zu duften. Riechst du es? Aber richtig gut, oder? Ja, ganz richtig, köstlich. Richtig gut. So. So. Genau. So? Ja, den schneiden wir jetzt einfach in kleine Stücke. Ja. Also. So, ja. Wir wollen ihn nicht ganz zerfallen lassen, aber so ist das gut.
Wie lange ist Saison? Rhabarber gibt es eigentlich bis in den Sommer hinein. Und wenn man es selber im Garten hat, das weißt du, das wächst wie langsam. Wenn es keine Treibhausware ist, dann ist es, ich finde es gut. Ich mag es sehr gerne. Ja. Also wir haben bei uns zu Hause bis in den Sommer hinein können wir Rhabarber ernten. Ja. Irgendwann lassen wir es sein. Aber es ist gut. Kann man das als Gemüse auch machen eigentlich? Rhabarber ist eigentlich Gemüse und kein Obst. Und wie das botanisch zusammenhängt und was für Ernährungstatsachen dahin dran stehen, das erzählt Ihnen wieder Monika. Rhabarber ist tatsächlich ein Gemüse, schmeckt aber sehr fruchtig und wird deshalb wie Obst verwendet. Rhabarber enthält viel Vitamin C, das ist gut für unsere Abwehrkräfte und auch viele Mineralstoffe und den verdauungsfördernden Ballaststoff Pektin. Allerdings auch viel Oxalsäure, genau wie Spinat, deshalb nicht zu viel davon essen. So, nachsüßen können wir immer noch. Ja. Zu süß finde ich nicht gut. Nee. Und jetzt machen wir hier noch Zitronensaft dazu. Mhm. Sauer und sauer passt wunderbar. Und hier, das ist mein kleiner Trick, das mag ich unglaublich gerne. Apfelsaft. Aha. Wenn du was trinken möchtest, habe hier eine Flasche Wasser stehen. Ja, nee, alles gut. Alles, danke. Gut? Alles so. Gut. Und dann stellen wir einfach auf. Das sieht toll aus, ne? Frisch, rot, grün. So. Und ich lasse es ohne Deckel kochen. Damit es nicht so flüssig ist nachher. Ne? So, und schon ist der Hauptbestandteil unseres Rhabarberschaumes fertig. Und ich gucke mal, ob wir einen Becher Sahne irgendwo noch haben. Hier unsere Grimmskrams-Schublade. Rhabarberschaum wird Schaum, weil wir ihn mit Sahne machen. Und was ist deine Aufgabe? Ich werde sie schlagen. Du wirst die Sahne schlagen. So, jetzt habe ich das natürlich falsch rum reingesteckt. So, voilà. Nimm mal den. Den großen Topf. Sahne schlagen, pass mal auf, das machen wir lieber, glaube ich, in einem so ein Ding. Da können wir das auch besser nachher unterheben. Ja. Dann sehen Sie zwar nichts, aber ich glaube, Sie haben alle schon mal Sahne geschlagen. Und ich putze inzwischen die Erdbeeren. Und wenn Sie Erdbeeren waschen, man sollte es immer waschen, noch nicht vierteln oder in Scheiben schneiden, weil dann waschen Sie natürlich mit dem Wasser das ganze wunderbare Aroma raus. Wunderbar. Köstlich. Da bist du ein kleines Schleckermäulchen. Okay. Das haben wir schon abgemacht. Und jetzt kann man bitte die Erdbeeren so dritteln. Ja. Ja? Und dann geben wir sie hier rein, dann geben wir noch etwas Zitronensaft dazu. Ja. Und ich gebe jetzt noch zu unserem Rhabarber Vanille. Bei der Vanille ist es wichtig, man macht einen kleinen Schnitt. Und dann kann man das nämlich jetzt schön, das Vanillemark auskratzen. Wie so rausdrücken, ne? Genau. Ja. Na? Und dann haben wir natürlich den wunderbaren Vanillegeschmack bei unserem Rhabarber. So, guck mal hier. Toll, ne? Ne? Toll. Das riecht gut. Und mit dem, das muss man dann wegschmeißen oder kann Nein, man das? Nein, das könnte man zum Beispiel jetzt Zucker nehmen. Ah. Und gibt das einfach mit in den Zucker hinein. Ja, und hat Vanillezucker. Und dann hat man Vanillezucker. Oder wir nehmen jetzt diese
Schote und geben sie mit in unseren Rhabarber hinein. Und das werde ich jetzt auch machen. Und die fischen wir nachher raus. Ja. Und bei dem Ganzen dürfen wir jetzt auch nicht unsere Pizza vergessen. Ja, stimmt. Die sieht schon richtig top aus. Toll. Oder? Jawohl. Ich gucke einmal nach dem. Das geht ganz schnell mit dem Rhabarber. Ich kann das eigentlich jetzt schon ausschalten. Dann haben wir... Aha. Siehst du? Ja. Weil der zieht jetzt noch unglaublich nach. Ja. Und lässt ihn, ja, bitte? Lässt ja auch Flüssigkeit, ne? Deshalb ja, offener. Ich möchte einen Schaum draus machen und nicht wie beim Kuchen die ganzen Stücke noch haben, ja, sondern der soll leicht zerfallen. Und wenn wir Pizza essen, kühlt der ab und danach heben wir unsere Sahne runter. Wahnsinn. Und dann haben wir ein köstliches Dessert, Rhabarberschaum mit Erdbeeren. Wahnsinn, oder? Oder? Wie einfach und... Ja. Und auch bei den Erdbeeren, leider müssen wir ein kleines bisschen Zucker, wir brauchen wirklich nicht viel dafür. Das ist jetzt nur als Geschmacksverstärker und Sie sehen das, ich bin kein Zucker-Junkie, aber so ein bisschen, das ist so einfach in den Fingern ein bisschen, fertig. Und dazu, ich gucke mal, ob noch etwas Zitronensaft da drin ist. Und wenn du das jetzt einmal rührst, und dann ist das wunderbar, was man richtig gut machen kann. Das ist unser Basilikum hier. Leider habe ich jetzt gar keine Minze da. Da könnte man top Minzen da noch reinmachen. Aber das lassen wir einfach stehen. Und du übernimmst jetzt die Chefkontrolle für unsere Pizza. Ja. Die ist schön braun am Teig. Eigentlich sieht sie perfekt aus. Eigentlich sieht sie perfekt aus. Und ob das eigentlich auch so ist, das gucken wir jetzt gemeinsam. Oh, toll, oder? Was ich immer mache, muss man natürlich aufpassen, ist der kleine Handtest. So, und ich würde sagen, die Pizza ist so gut wie fertig. Wir nehmen uns ein kleines Holzbrett und machen Sie das einfach so wie ich. Pizza auf dem Blech, auf dem Tisch, gar nicht groß kompliziert in der Küche richtig schneiden, sondern sonst was. Wenn du möchtest, bringst du das zum Tisch. Ja, genau. Und wir beginnen eigentlich den großen Countdown. Pizza mit Babyspinat, Tomaten. Wisst ihr was? Ich habe den Hauptclou bei der gesamten Pizza vergessen. Oh. Zitrone. Ja? Eigentlich war der Titel Zitronenpizza. Das heißt also, so ist es manchmal, aber wir werden trotzdem eine köstliche Pizza haben. Was wir machen wollten, ist eigentlich das. Hauchdünne Zitronenscheiben. Mit auf den Teig? Mit. Ah. Ganz oben drüber. So, ich zeige Ihnen nur, wie die Idee war, weil das ist einfach zu spät, aber das passiert einfach. Trotzdem werden wir eine köstliche Pizza haben. Die Idee, soll ich sie bringen, die Scheiben? Bitte? Soll ich sie dir bringen? Nee. Oder? Ja. So, und wenn das jetzt noch darauf geschmort ist, diese Dinge, das machen wir jetzt natürlich nicht. Ich zeige nur, wie das gedacht war. Dann geht das natürlich dann noch mitten mit rein. Ja. Und das ist dann sowas von köstlich. Okay. Du nimmst Teller? Ja. Und ich nehme Werkzeug und die Pizza. Gut. Werkzeug kann ich dir abnehmen. Ja. Vielleicht ist das einfacher. Ja. Zitronenpizza mit Tomaten, Babyspinat.
tollen Oliven und Ziegenkäse. Natürlich nur Zitronenpizza, wenn man die Zitrone nicht vergisst, so wie ich das gerade gemacht habe. Aber das Ganze kostet trotzdem keine 10 Euro, keine 5 Euro, sondern pro Person nur 2,23 Euro. Jeanette, und ich bin gespannt, wie es schmeckt. Ich schneide das jetzt einfach mal. Sicher hervorragend. Siehst du, und das war toll, das mit dem Papier da unten drunter, da passiert gar nichts. Und sieht das nicht grandios aus dem Teller? Das sieht toll aus. Und es duftet nach wie vor unglaublich intensiv und lecker. Mhm. Und ich glaube mir noch die kleine Tomate, die hier liegen geblieben ist. Ich sage guten Appetit. Ja, guten, guten. Das sieht toll aus. Im Prinzip am besten mit der Hand, ne? Ja, mit der Hand, wenn es jetzt... Toll. Auch wenn da Zitronensaft vergessen wurde oder die Zitronen drauf zu schmoren, die sind jetzt ein bisschen durchgezogen. Schmeckt wunderbar. Man schmeckt die tollen Oliven. Das bisschen Öl, was du noch gesagt hast drüber, das schmeckt alles toll. Und ein einfaches, schnelles, köstliches Rezept. Wirklich, das ist Sommer pur. Und dazu gibt es gleich noch Rhabarberschaum mit Erdbeeren. Der Rhabarber kühlt ab. Dann kommt da die geschlagene Sahne drunter und dann setzen wir das Ganze auf die Erdbeeren oder den Rhabarber unter die Erdbeeren, je nachdem, wie man lustig ist. Und man hat ein perfektes Sommer-Terrassen-Balkon- oder Wohnzimmeressen. Hm. Ich sage vielen Dank und wenn Sie Lust haben, weiter uns zu folgen, schalten Sie einfach wieder ein bei Rachs 5-Euro-Küche, gewusst wie. Danke dir, dass du da warst. Danke sehr.